3, 2, 1. Pädagogisches Hallo und herzlich willkommen hier in der Pädagogenzentrale. Wir spielen heute eine Runde Overwatch und mit dabei ist der Bugs D. Hey ho, hi. Und der Luca. Hey ihr Zombies. Und ich würde sagen, wir sehen uns direkt, wenn es wieder losgeht. So, da sind wir auch schon wieder und wir spielen heute eine Runde Hol den Hahn. So heißt es auf Deutsch, glaube ich, ne? Ja, im Prinzip ist es Capture the Flag. Also wir müssen die Flagge von denen dreimal zu unserer Base bringen. Und umgekehrt müssen die dreimal unsere Flagge zu ihrer Base bringen, um zu gewinnen. Und im Prinzip ist es ein relativ lustiger Spielmodus. Ich habe den bisher noch nicht einmal gewonnen, also ja. Dachte ich mir, nehme ich mir zwei dazu, die das einigermaßen können. Und jetzt hat er auch schon angefangen zu trollen, der miese Penner. Sorry. Die Sympathie sinkt schon auf null. Dafür erstmal gehen zwei Raketen in die Luft. Hoffentlich trifft dich eine davon beim Kacken. So, also das hier ist unsere Flagge, die wir verteidigen müssen. Dann kommen sie auch gleich um die Ecke, so wie ich sehe. Oh, die kommen. Hallo. Oh, die haben eine Symmetra. Ja, irgendwie hat jedes Team mittlerweile eine Symmetra und ja. Hallo? Nein, nicht mich abschießen. Finde ich nicht okay. Weg von mir. Und mein Mac ist kaputt. Und ich bin tot. Jawohl. Läuft gut. Fängt gut an. Alle Ziele geschafft. Ich glaube, ich wechsle jetzt auf Tracer. Bevor du noch mehr Leuten den Weg zumachst. Genau. Der Hanzo, der ist echt gut. Ich finde Hanzo generell scheiße. Wenn man ihn spielen kann, dann nicht. Ja, genau. Das ist es nämlich. Also persönlich, ich kann nicht spielen und mir gefällt er halt auch überhaupt nicht. Der Charakter, das ist genauso wie Genji. Ich mag auch Genji nicht. Genji ist wirklich meistens einfach nur, ich will dich ärgern und trollen. Ja, oh, da ist eine Rakete. Die zündet mir natürlich an. Das ist nämlich eigentlich das coolste Feature an der Map. An dem ganzen Update gerade, dass man hier die Raketen hochschießen kann. So, hier kommt ein Winston mir entgegengelaufen. Wir laufen mal hinten rum an die Map. Und da sind noch Hilfe. Aber meint ihr nicht, dass Hanzo und Genji im Vergleich zu Symmetra zum Beispiel eigentlich angenehm sind sogar noch? Ja, das stimmt. Also die haben. Ja, wobei Symmetra war vorher, fand ich die auch ganz angenehm, bis die das Update gekriegt haben. Danach fand ich es halt nicht mehr so geil, muss ich ehrlich gestehen. Die hatte damals auch noch nicht das Schild, oder? Ja, doch, ich glaube das Schild hatte sie schon, echt? Aber ihre Angriffe waren halt nicht so OP. Ja, oder so. Weiß. Nice, 1-0 für uns und ja, haben wir einen Healer eigentlich? Nee, ne? Nee. Nee, brauchen wir nicht. Nö. Gut, hallo, ich will meinen Mac wieder haben. Hallo. Verdammt. Ne, wenn ich jetzt da hinlaufe, bin ich gleich tot wahrscheinlich. Ja. Ja, Affe, hallo. Jawohl, den haben wir. Easy. Und da kommt mir jetzt garantiert irgendwie so ein... Ja, da kommt er mir entgegen. Ich wusste es doch. Hallo. Oh, ich laufe direkt in den Drachen rein. Ja, ich habe ihn noch gesehen. Das ist nämlich das Typische. Also ich habe ihn gar nicht gesehen, aber ich habe meinen hier Reporter geworfen und dadurch wird happen. Oh, die haben unsere. Und ich habe den ihre. Nee, wir haben nur deren, oder? Ja. Nee, die haben... An, lol, ja, stimmt. Schön. Ups. Oh nein, jetzt habe ich meinen Mac da hingesetzt, weil ich dachte... Nein! Ich habe auch noch da reingeultet. Oh, noch eine Flagge. Oh, noch eine Flagge, komm. Ich würde sagen, das riecht doch echt gut gerade. Bin bei ihm, ja. Ja, lauf. Lauf, er macht ich lauf trotzdem schon mal hin. Dingens. 3, 2, 1, jawoll! Ja. Hey, es ist mein erster Sieg in dem Spielmodus. Wie nice. Sehr geil. So, dann gucken wir uns jetzt noch an. Oh, guck mal. Oh, wer ist das? Guck mal, der Thomas ist hier. Oh. Oh, Bexy ist auch da. Ja, ich bin ja auch krass. Aha. Das sagen sie alle. Ich habe gar keine Lootbox gekriegt. Oh. Das ist gemein. Gemein. Aber ich würde sagen, wir verlassen das Match mal als Gruppe, denn ich habe noch wirklich ein paar Lootboxen aufzumachen. Hatte ich ja beim letzten Mal, hat uns auch Zuschauer in die Kommentare geschrieben und gemeint, mach mal wieder Lootbox auf. Habe ich gemeint, mach ich jetzt. So, wir haben noch 6 Lootboxen, 6 von diesen neuen Lootboxen, von den Neujahrs-Lootboxen. Und ein blauer ist dabei und es ist der normale Roadhog-Skin. Naja, nee,
Der ist nicht so cool. Gucken wir, was jetzt reinkommt. Eine Siegerpause von Anna. Die sitzt. Naja. Also die Sprays interessieren mich tatsächlich weniger. Sind mehr die Skins, die mich eher interessieren. Komm, komm, komm. Ja, wieder nix. Und? Wieder nix. Und? Letztes, komm. Wenigstens ein Skin. Lila und Blau. Und kein Skin. Das heißt, 6 Lootboxen, kein Skin. Naja, aber, Moment, ich hab noch eine. Wo hab ich die her? Ja, die hast du wahrscheinlich gerade bekommen, oder? Durch den Win. Ja, das waren 5 Neujahrs-Lootboxen und eine normale. What the fuck? Wo kam die denn her? Perfekte Harmonie. Perfekte Harmonie. Und damit würde ich sagen, danke an Luca und an Bexy, dass sie dabei waren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Denkt dran, ab nächsten Samstag kommt erstmal kein Minecraft mehr. Würde mich trotzdem freuen, wenn ihr da reinschaut. Schaut auf jeden Fall bei dem Luca vorbei. Der hat auch einen YouTube-Kanal, der ist da verlinkt. Und der Luca macht auch Twitch und wird die Tage noch öfter so auf dem Kanal auftauchen. Also, ja. Ja. Freut euch drauf. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.